Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Valnitz Saison LB hier im SAS 2012. Und ja, heute werden wir die Beschneiung auf der Piste 2 hier fertig machen, auf dem unteren Teil hier halt. Okay, die sind jetzt alle weg da. Ja, der Lift? Ne, der Lift fährt nicht. Okay, da ist jetzt genug Schnee. Okay, dann haben wir hier auch genug Schnee. Ups. Oh mein Gott. Dann haben wir noch diese Kanone hier zum Runterrichten da. So. Okay, diese Kanone macht hier das alles. Okay, da haben wir es dann auch schon wieder. Und dann hätte ich gerne da oben noch was. Also hier unten wäre es auch gut. Okay, so, ja.
Dann haben wir noch hier einen Fleck. Okay, das ist gut weggegangen. Mann, wieso wird denn da nichts? Okay, und da hätte ich auch gerne noch was. Ja. Ja, gut, 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 gut. Und dann hier noch was. Hier noch, komm, 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 hier. Ja. Dann fahren wir mit der hier hin. So. Und dann schauen wir, was für eine Kanone noch laufen. Sonst platzieren wir wieder neue Kanonen. Hier kommt noch eine hin. Ja, so. Okay, die wird nicht ausgeschaltet, weil da fehlt noch was. Und dann hätte ich gesagt, wir platzieren hier jetzt auch dann. Hallo? Mozia, so. Liftturm, den kaufen wir. Dann gehen wir rauf, 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 rauf. Placen hier einen hin. So. Da. 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 Was ist das hier? Dann platzieren wir hier einen hin. Dann platzieren wir noch hier einen. Hier eine Schneekanone. Dann da. Hier machen sich auch zwei gut. Jo. Okay. Da hätte ich noch gerne eine. Hier. Da. Außerdem hier noch. Und da. Drehen wir das ein bisschen. Und hier fängt schon der Schnee an. Okay, das ist gut, das ist gut. Aber trotzdem fällt hier noch ein bisschen der Schnee. Weil wir hier gar keinen Schnee haben, platzieren wir hier jetzt auf der anderen Seite auch ein paar Schneekanonen runter. Hier ist die Piste noch breit genug. Hier noch eine. Ja, okay. So. Dann schalten wir mal die alle an hier. Dann richten wir die dahin. Dass genau die Piste hier beschneit wird. Nächste Schneekanone. Die richten wir hier hin, aber niedriger, ja, so.
alle müssen wir es niederfahren. Jo. Aber ne, die haben wir nicht nach vorne geneigt. Okay, die war schon. Die sind schon alle so, okay. Ist auch gut. Okay. Dann noch die da. Die setzen wir jetzt auch runter. Okay, dann die nächste. Nein, die setzen wir jetzt alle so hin, dass die alle nach unten zeigen, und wir haben noch ein paar Schneekanonen vor uns. Wenn wir jetzt die dahin bewegen. Okay. Sind eigentlich fast alle. Eine Piste ist schon offen, ja. Wäre nett, wenn die alle gleichzeitig runtergehen könnten, aber. Hier unten haben wir noch eine vergessen. Okay, die habe ich jetzt alle sehr, sehr, sehr gleichmäßig platziert. Dass sie sehr schnell so einen Fleckenteppich machen können. Ein Fleckerlteppich. Wenn die oben angekommen sind, fangen wir wieder von unten an, die zu stellen. Die zum Bewegen, weil ja, so wird ja nicht alles beschneit. Wisst ihr was? Sie würde sich noch so eine Schwenkbare gut machen. Eine 10 Meter nämlich. Dass da sie alles beschneit wird. Hier liegt ja bei weitem nicht überall Schnee. Warte mal. Ich hätte gesagt, wir platzieren dann hier eine hin. Kommt hier auch eine Piste runter? Nö. Nee. Also kommt hier noch eine Schneekanone hin von denen, okay. Die steckt jetzt im Boden drin, aber das macht jetzt nichts. Dann nehmen wir die noch hier in Betrieb. Wir haben nur mehr 3 Millionen. Ich glaube, ich muss dann noch mal ein bisschen was da raufspielen, ein bisschen Geld.
So, dann fahren wir mal mit der auf hier. Ups. Die ist eigentlich fertig. Hier so das Beschneien da. Ja, so. So, circa ein bisschen drauf. Okay, weiter geht's. Okay, wenn wir das jetzt auch darunter richten. Die setzen wir jetzt ein bisschen höher. Okay, die muss ganz runter da. Wollen wir schnell ein Bild da. Leute, wir sind schon wieder am Ende der Folge angekommen. Wir werden in der nächsten Folge alle Kanonen stellen und mit dem Pisten präparieren anzufangen. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao. Leute, bye und ciao.